Es läuft gut, es ist aber sehr anspruchsvoll. Natürlich so wie draußen, auch hier drinnen in den Gefängnissen. Ich stelle aber fest, dass sich alle sehr bemühen, sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Insassen und Insassinnen, sich wirklich bemühen, sich an die Regeln zu halten, sich zu schützen, den Vorgaben zu folgen. Und ich möchte deshalb auch allen einen großen Dank aussprechen, nämlich sowohl eben den Mitarbeitenden wie auch jenen, die im Gefängnis einsitzen müssen. Gefängnisse sind spezielle Orte, die Platzverhältnisse sind in der Regel eng, die Menschen sind nicht freiwillig dort. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen in diesen schwierigen Situationen darauf achten, dass kein Stress entsteht, dass alle gut informiert sind, sie selber gut informiert sind, aber eben auch die Insassen. Wir müssen die Besuchsregel ändern. Die Angehörigen können nicht mehr zu Besuch kommen. Das schafft zusätzliche Verunsicherung. Deshalb ist es wichtig, dass wir solche Maßnahmen auch immer kompensieren, zum Beispiel mit mehr Telefonzeit, dass eben der Kontakt zur Außenwelt trotzdem bestehen bleibt. Es ist aber auch sehr wichtig, dass wir generell sehr viel kommunizieren gegenüber den Mitarbeitenden, gegenüber den Insassen. Je besser die Informationen sind, je mehr die Menschen nachvollziehen können, weshalb eine Maßnahme getroffen ist, desto weniger Druck entsteht und desto weniger Stress entsteht. Grundsätzlich schon, was die einfachen Fälle betrifft. Wenn Komplikationen auftreten, werden Gefangene auch ins Spital verlegt werden müssen. Die Situation ist natürlich sehr dynamisch, wie draußen auch. Wir wissen nicht genau, wann der Peak sein wird, ob er gleichzeitig wie in der Gesellschaft draußen auch drinnen sein wird, verzögert oder gar nicht. Deshalb werden wir das Konzept auch laufend wieder anpassen müssen. Der Justizvollzug muss auch in einer außerordentlichen Situation wie der jetzigen funktionieren. Er muss seine Aufgabe erfüllen können, Strafen müssen abgesessen werden und die Insassen müssen auf das deliktfreie Leben in Freiheit vorbereitet werden. Das muss auch gewährleistet werden in schwierigen Zeiten. Deshalb haben wir uns anzupassen, diese Infrastruktur so zu schaffen, dass das weiterhin möglich ist. Das Gesundheitswesen steht unter sehr hohem Druck. Gefangene im Spital bedeuten immer noch einen zusätzlichen Aufwand. Sie müssen auch noch bewacht werden. Mit diesem Angebot hier im Gefängnis Horgen leisten wir einen Beitrag, dass wir diese Aufgabe zumindest, was Normalerkrankte betrifft, selber erfüllen können. Und so können wir auch das Gesundheitswesen entlasten.